willkommen zurück. Ich bin Stefanie und wir sind immer noch auf unserer Weltreise. Wir waren ja bisher schon in Italien, in Kolumbien und in Indien. Und heute geht die Reise weiter, und zwar nach Burkina Faso. Das liegt in Westafrika. In der Hauptstadt Ouagadougou erwartet uns schon Ayaratou. Und mit ihr reisen wir durch dieses Land, in dem man über 60 Sprachen spricht. Auf der Reise schauen wir uns einen Baobabbaum genauer an, lernen, wie Christen gemeinsam mit Muslimen Weihnachten feiern. Und besonders toll finde ich Ayaratous Lieblingssong, denn da geht es um starke Frauen. Also bist du schon gespannt? Na dann will ich dich nicht länger warten lassen und los geht die Reise. Ich bin Ayaratou Kabore. Ich komme aus Ouagadougou. Wir kommen in Burkina Faso. Burkina Faso liegt in Westafrika und Ouagadougou ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Heute möchte ich euch mitnehmen und ein bisschen von dem Land zu erzählen. Habt ihr schon von meinem Land gehört oder wart ihr vielleicht schon mal da? Als ich in Deutschland eine Schule besucht habe, bekam ich viele verschiedene Fragen von den Kindern. Die waren so neugierig. Die wollten wissen, wie man in unter 45 Grad leben kann, ob es in Burkina Faso nur Sand gibt. Jetzt werden wir durch das Land reisen und auf die verschiedenen Fragen antworten. Los geht's für die tolle Reise nach Burkina Faso! In Burkina Faso gibt es viel mehr Dörfer als Städte. Bobo-Dioulasso und Ouagadougou sind die zwei größten Städte von dem Land. Wir haben 60 Volksgruppen. Es gibt 60 verschiedene Sprachen in Burkina Faso. Moré und Djoula sind von vielen gesprochen. Auf Moré, Manawana bedeutet, wie geht's? Yelkaye bedeutet, alles in Ordnung. Lerne mich besser kennen. Ich bin in der Hauptstadt Ouagadougou geboren und aufgewachsen. In Ouagadougou fahren viele Leute viel mehr Motorroller und Fahrräder. Ich bin zwar in der Stadt groß geworden, aber ich liebe das Leben im Dorf. Ruhe, frische Luft, Natur, Großeltern machen mich glücklich. Lesen und Spaziergang sind meine Hobbys. Beim Lesen kann ich um die Welt reisen, die Geschichte von anderen Menschen kennenlernen und meine Kreativität entwickeln. Als ich Kind war, fand ich die Schule anstrengend. Immer wieder musste man aufwendig lernen. Aber zum Glück hatte ich meine besten Freunde in der Schule. Wir konnten viel Zeit zusammen verbringen und viel Spaß dran haben. Mein Lieblingsfach war und ist immer noch Geschichte. Ich hatte eine super gute Lehrerin, die das Erzählen so gut konnte. Im Gegenteil war Chemie nicht meine Sache. Ich hatte immer wieder nur Bahnhof verstanden. Ich hatte aber als Traum, eine Ärztin zu werden. Und deswegen wollte ich schnell groß werden. Aber die Realität war ganz anders, als ich groß geworden bin. Ich hatte keine Möglichkeit, Medizin zu studieren. Also ich habe etwas anderes studiert. Wie ihr seht, kann ich mich auf Deutsch verständlich machen. Ich habe Germanistik studiert.
Wenn ich zaubern könnte, würde ich Burkina Faso voll einpflanzen mit Mangos und Papayabäumen, weil hier vermisst man die Pflanzen und die Natur. In Burkina Faso gibt es ein paar tolle Sachen, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte, bevor ihr weiterreist. Seid ihr bereit für die Reisefoto? Ich zeige euch ein paar Dinge von meinem Land. Los geht's! Wir fangen an mit der Landschaft. Die Landschaft im Osten von Burkina Faso sieht ganz trocken. Es gibt nicht viele Bäume und das ist das Bild von der Landschaft im Osten. Ich möchte besonders über den Baum Baobab sprechen. Das ist der Baobab. Der Baobab ist die Darstellung von Stärke und Weisheit in Burkina Faso. Stärke, weil der Baobab ist groß und dick. Und die Weisheit, weil der Baobab kann mindestens 800 Jahre leben. Das heißt, für uns Burkinabe, der Baobab kennt die Geschichte von dem Menschen und dem Land. Wenn ein alter Mann in Burkina Faso stirbt, sagen wir hier, der Baobab ist gefallen. So, wir machen weiter und gehen im Süden von Burkina Faso. Das ist das Bild von Elefanten, die durch die Straße laufen. In Po kann man von Januar bis März und auch in dem ganzen Jahr Elefanten finden. Wenn du nach Po fährst, musst du aufpassen, sonst kannst du plötzlich vor einer Gruppe von Elefanten stehen. Das kann gefährlich sein, deswegen Achtung, pass auf. Und wenn wir weitermachen, dann finden wir die Kasina. Das ist ein Haus von Kasina. Was mir bei den Kasina gefällt, sind die Architektur. Die Frauen von Kasina malen ihre Häuser. Und die Malerei fängt an, wenn man klein ist. Man lernt mit der Oma die Häuser zu malen. Wir machen weiter. Wir wollen nach Bobo-Dioulasso gehen. Unterwegs werden wir ein Tier finden, die wir reiten können. Also wir könnten nicht Elefanten reiten, aber es gibt ein Tier in Burkina Faso, die wir reiten können oder streichen können. Das sind die Krokodilen von Basule. In der Nähe von Ouagadougou, Richtung Bobo-Dioulasso, findet man die heilige Krokodile. Die heilige Krokodile sind die Großeltern von den Leuten von Basule. Es gibt viele Krokodile in einem Wasserstau und die Leute von dem Dorf dürfen die Krokodile füttern. Wenn du ein Krokodil reiten möchtest, dann musst du erstmal ihn füttern, bevor kannst du ihn reiten, wie ich zum Beispiel. Und weiter nach Bobo-Dioulasso. Das ist die große alte Moschee von Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso ist die zweite Stadt von Burkina Faso. Die große Moschee ist eine alte Moschee. Wir können auch sagen, dass diese Moschee viele verschiedene Sachen erlebt hat. Ich finde auch die Architektur von der Moschee sehr beeindruckend. Und man kann die Moschee von innen und von außen besichtigen. Wenn wir weitergehen, dann landen wir in Bafoura. Das sind die Wasserfälle von Bafoura. Kannst du dir vorstellen, in einem Land, wo es nicht so viele Wasser gibt, findet man einen Wasserfall. Das finde ich sehr toll. In der Hitzezeit gehen viele Leute in die Wasserfälle, schwimmen, viele verschiedene Aktivitäten machen. Und
einfach von dem Schatten genießen. Habt ihr etwas bemerkt? Ich habe eine neue Frisur. Ich habe zwei Sachen rausgesucht, die ganz anders in Burkina Faso als in Deutschland ist. Die erste Sache ist die Frisur. In Burkina Faso benutzen viele Frauen künstliche Haare, um ihre Haare zu flechten. Ich habe meine Haare auch mit künstlichen Haaren geflechtet. So sieht das aus. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können kurze Haare oder lange Haare flechten. Mit künstlichen Haaren können wir verschiedene Farben auswählen. Rote Haare, gelbe Haare oder lila Haare. Es war früher eine Mode, dass die Frauen immer künstliche Haare benutzen. Aber jetzt gerade hat die Tendenz sich geändert. Die Frauen mögen mehr und mehr ihre eigenen Haare. Es gibt viele jetzt, die keine künstlichen Haare mehr benutzen und die nur ihre eigenen Haare benutzen. Aber es gibt auch welche, wie ich, die immer noch ihre eigene, die künstlichen Haare benutzen. So, die zweite Sache ist die Jahreszeiten. In Burkina Faso haben wir nicht vier Jahreszeiten wie in Deutschland. Wir kennen kein Sommer, kein Frühling, kein Winter und kein Herbst. Wir haben nur zwei Jahreszeiten. Das sind die Regenzeiten und die Trockenzeiten. In der Regenzeiten freuen wir uns alle. Es regnet viel, das Wetter ist angenehm. In der Trockenzeit gibt es viel Sonne, wie jetzt gerade. Die Bäume sind ganz trocken, es ist super heiß und man kann gar nicht schlafen. Also ich liebe besser, wenn es regnet, als wenn es trocken ist. Eine Sache, die gleich ist wie in Deutschland, ist die Feste. In Burkina Faso feiern wir die religiösen Feste wie Weihnachten und Zuckerfest. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dieses Feiern in Deutschland und in Burkina Faso. Das ist die Tatsache, dass in Burkina Faso wir verteilen das Essen. Wir kochen zu viel, damit wir das Essen mit den anderen Nachbarn, die keine Christen sind, zum Beispiel, teilen können. In Weihnachten, in der Nacht von 24. bis 25. gehen die Christen in die Kirche. Die Kinder bekommen neue Klamotten, neue Schuhe, eine neue Frisur als Weihnachtsgeschenke. In Zuckerfest läuft es so ähnlich wie in Weihnachten. Die Familie geht am Morgen in die Moschee und nach der Moschee wird es verschiedene besondere Gerichte gekocht und verteilt. Das heißt, wir feiern zusammen mit den Christen, wenn es ist ein muslimisches Fest. Und die Muslimen feiern auch mit den Christen. Das ist so, das was ich gelernt habe, seit ich Kind bin. Jetzt gibt es Schwierigkeiten, die Medien auch gerne verteilen. Aber es gibt immer noch Familien, die zusammen feiern. Und das finde ich sehr schön hier. Jetzt zu dem Thema Tanzen und Musik. In Burkina Faso gibt es 60 verschiedene Volksgruppen. Stell dir vor, jede Volksgruppe hat eine Art und Weise zu tanzen. In Burkina Faso gehört Tanzen zu den Leben.
Mein Lieblingslied ist das Lied von Awa Bussin. Und das Lied heißt Mobidore. Ich liebe ihre Musik, weil sie spricht über die Realität von Frauen in Burkina Faso. Die Sängerin versucht, die Frauen in Burkina und die Frauen im Allgemeinen zu ermutigen, weiter zu kämpfen und stark zu bleiben. Sie erzählt in ihrer Musik über eine Frau, die für ihre Familie kämpft, aber bekommt keine Dankbarkeit von ihrem Mann. Das ist die Situation hier in Burkina. Viele Frauen bekommen keine Dankbarkeit, selbst wenn sie zu viel für die Familie arbeiten. Also, ich finde das Lied von Awa Bussin sehr interessant zu hören und zu verstehen, was sie sagt. Die Erdnusssoße ist mein Lieblingsessen. Lecker! Die Erdnüsse sind in Burkina Faso gebaut. Reiskochen ist einfach. Wir brauchen Wasser, Reis und Feuer. Aber um die Soße gut zu kochen, brauchen wir Erdnusspasta, Tomaten, Zwiebel, Auberginen, Paprika, Knoblauch. Die Soße können wir mit Fleisch oder mit Fisch kochen. Die Leute, die kein Fleisch und kein Fisch essen, können es mit Soja kochen. Die Zubereitung dauert 30 Minuten und danach kann man das Essen genießen. Bon Appetit! Wir sind fast am Ende der Reise. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich 3 Sachen von euch wissen. Was habt ihr von der Reise gelernt? Seid ihr bereit? Los geht's! Ich habe 3 Fragen für euch. Erste Frage: Was bekommen die Kinder am Weihnachten in Burkina Faso? A. Ein neues Auto. B. Neue Schuhe und neue Klamotten. C. Neue Spielzeuge. Zweite Frage: Welche sind die Jahreszeiten von Burkina Faso? A. Regenzeit und Trockenzeit. B. Sommer und Frühling. C. Herbst und Winter. Dritte Frage: Was ist die Hauptstadt von Burkina Faso? A. Ouagadougou. B. Bamako. C. Accra. Ich weiß, dass ihr die Antwort von den Fragen habt. Und ich werde mich freuen, wenn ihr das findet. Also, ich sage euch eine schöne, gute Reise und ich sage auch euch auf Wiedersehen, weil hier in Burkina Faso sagt man, da sind nur die Berge und Steine, die sich nie treffen. Sonst alles andere, was sich bewegt, kann sich treffen. Du hast schon gesehen, die Elefanten kommen von Ghana nach Burkina Faso. Wer weiß, wir treffen uns irgendwo in der Welt. Tschüss! Hey, und wie hat dir die Reise nach Burkina Faso gefallen? Nächste Woche besuchen wir das vorerst letzte Land unserer Weltreise, und zwar den Iran. Siavash verrät uns, dass die Sprache des Iran, also das Persische, doch manche Ähnlichkeit mit dem Deutschen hat, obwohl man es gar nicht denken würde. Außerdem gibt er uns ein kleines Konzert auf einem Instrument, das Trompei heißt. Also, bist du schon gespannt? Na dann, wir sehen uns im nächsten Video.